Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i udsendelsen Dansk Tysk med Matlock sætter DK4 med undertitlen Tyskland efter Merkel. I de kommende programmer fokus på det ikke kun for Tyskland afgørende spørgsmål. Hvad kommer efter 16 år med Angela Merkel? En ny fra bundeskanslerin eller igen en herr bundeskansler, som det har været tradition i 56 år siden Forbundsrepublikens oprettelse for nu 72 år siden. DK4 belyser i en række interviews det spændende tyske valg den 26. september med danske og tyske gæster. Denne gang skal vi ikke møde en partipolitiker, men en upartisk tysk professor i politisk videnskab, professor Dr. Joachim Krause fra Kiel, en anerkendt analytiker af tysk og international politik. Krause er født i den slesvig-holstenske by Heide i 1951 og har blandt mange gøremål været direktør for international politik ved Christian Albrecht Universitet i Kiel og vicedirektør for Tysk Udenrigspolitisk Forskningsinstitut i Bonn. Hans ekspertviden er også brugt i international sammenhæng som medlem af den tyske delegation ved en FN-konference i New York om ikke-spredning af atomvåben og ikke mindst som tysk medlem af en særlig FN-kommission, som udarbejdede planer til overvågning af Irak. Desuden har Krause været direktør for Institut for Sikkerhedspolitik ved Kiel Universitet og formand for Fonden til Videnskab og Politik i Kiel og Hamburg. Han var bestyrelsesmedlem af Aspen Institut i Tyskland og af Council of International Institute for Strategic Studies i London og er stadig medudgiver af et anerkendt tysk tidsskrift om international politik. Tysk og europæisk udenrigspolitik, international politik, spørgsmål om terrorisme, om internationale relationer og transatlantiske forhold har været i fokus i hans mangeårige karriere som politolog. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Matlock fra en af Kiels ældste bydele, Hassenkielsdam, som første gang er blevet nævnt i år 1270. Her skal vi fra professor Krause høre om CDU-kansler Konrad Adenauers berømte successlogan fra 1957, keine Experimente, og som kan give bonus ved valget i 2021. Professor Dr. Krause, es gab in alten Zeiten ein dänisches Sprichwort, das hieß, die Lüge ist eine Wissenschaft, denn der Teufel hörte Vorlesungen in Kiel. Darf ich Sie, der Wissenschaftler ist, in dem Sinne unparteiisch, aber mit bürgerlicher Observanz, darf ich Sie nach Wahrheiten fragen, wie Sie denn die letzten 16 Jahre Deutschland mit Angela Merkel beurteilen? Es sind natürlich nie Wahrheiten, sondern es sind Einschätzungen, die ich versuche als Wissenschaftler so nahe der Wahrheit zu bringen, wie es möglich ist. Aber ich bin gerne dazu bereit. Bitte, geben Sie Ihre Einschätzung. Der letzten 16 Jahre. Ja, Frau Merkel hat sehr lange regiert, so wie Helmut Kohl ja auch. Und sie hat in dieser Zeit der deutschen Politik ihren Stempel aufgedrückt. Ich glaube, da gibt es Positives und es gibt auch Negatives zu sehen. Positiv ist zu sehen, dass sie einen sehr integrativen Führungsstil hat. Sie ist die typische Moderatorin. Das macht sie auch in Europa zu einer ganz wichtigen Akteurin. Sie kann auch sehr unterschiedliche Akteure, auch radikale Akteure, kann sie integrieren. Sie versucht, gemeinsame Wege zu finden, Kompromisse zu finden. Und das ist ja wichtig für eine Demokratie, dass man jemanden hat, der Kompromisse vermitteln kann. Sie hat auch in vielen Bereichen eine positive Bilanz. Ich denke mal vor allem an die Finanzkrise vor über 10 Jahren, die Eurokrise mit Griechenland. Dort hat sie eigentlich eine führende Rolle eingenommen und hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir diese Krise überstanden haben. Jetzt hat sie sogar eine Kehrtwendung gemacht. Ja, sie hat alles Mögliche gemacht. Aber wissen Sie, das Krisenmanagement, das muss man heute so, morgen so sehen. Die Dinge ändern sich auch manchmal. Man muss auch Kehrtwendung machen, das ist alles ganz normal, weil Krisenmanagement, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik, erfordert ein sehr flexibles Vorgehen. Und ich denke auch, dass Ihr Vorgehen in der Covid-Krise nicht so falsch war. Ich meine, sie hat ja nicht die einzigen Kompetenzen für Pandemien, sondern die liegen teilweise beim Bund, teilweise bei den Ländern. Und das ist ja ein mühsames Austarieren.
von der Politik des Bundes und der Politik der 16 Bundesländer. Und das war nicht immer einfach und manchmal hat sie auch, war sie auch nahe der Verzweiflung. Aber ich finde, im Großen und Ganzen sind wir in Deutschland noch relativ gut weggekommen in dieser Krise. Und vor allen Dingen die Impferfolge der letzten Zeit sind ja auch ganz bedeutend. Das ist das Positive. Da würde ich ja fast sagen, wenn ich Ihnen zuhöre, das erinnert mich natürlich auch an die enorme Kompromissfähigkeit, die Helmut Kohl auch immer wieder an den Tag legte, ebenso wie es Helmut Schmidt und Willy Brandt gemacht haben. Also ja. Das ist so ein bisschen die deutsche Art der letzten Jahrzehnte. Und Gott sei Dank, was das Ansehen Deutschlands im Ausland anbetrifft. Das ist das Positive. Negativ. Negativ ist einmal, dass, oder ich sehe drei große Negativbereiche. Der eine ist der Ausstieg aus der Kernenergie, der überalte, völlig überalte Ausstieg angesichts des Unglücks in Fukushima. Da zeigte sich eigentlich, dass Frau Merkel, die vorher ja noch den Ausstieg herauszögern wollte, aus klimapolitischen Gründen und aus gut überlegten klimapolitischen Gründen, jetzt dem vereinigten Druck der Grünen, der Umweltverbände, aber auch der öffentlichen rechtlichen Medien und anderer Medien, dem nachgegeben hat und einen schnellen Ausstieg aus der Kernenergie befürwortet hat, der dazu geführt hat, dass wir viel mehr fossile Energie verbrennen als mit der Kernenergie. Und im nächsten Jahr werden wir ganz aus der Kernenergie aussteigen. Da geht dann letzte Atommeile aus dem Netz. Und das bedeutet, dass wir ungefähr 13% unserer Stromproduktion entweder importieren müssen oder mit fossilen Brennstoffen betätigen müssen. Und wenn man mal vergleicht, wie sehr Deutschland im Vergleich etwa zu Frankreich oder Großbritannien dasteht, wir stehen in der Klimabilanz wirklich sehr schlecht da, wegen dieses Ausstiegs aus der Kernenergie. Und wenn ich vergleiche, auch Kernenergie hat ihre Probleme, aber die Probleme des Klimawandels sind sehr viel gravierender als die Probleme der Kernenergie. Gut, das ist das eine. Der zweite große Fehler war die Flüchtlingskrise 2015. Ich finde, sie hat ganz richtig gehandelt, als sie gesagt hat, wir wollen die 30.000 Flüchtlinge in Ungarn aufnehmen. Das hätte man organisiert machen müssen. Im Bahnhof Budapest. Im Bahnhof Budapest, genau. Ne? Ja. Das hätte man organisiert müssen. Stattdessen sind die Leute gelaufen und haben ungefähr 1 Million weitere Menschen aus allen möglichen Regionen, aber gar nicht aus Syrien, sondern aus Nordafrika zumindest nach Deutschland gebracht. Und es gab keine Kontrolle mehr der Grenzen. Und wäre nicht Österreich, Kroatien und Ungarn da gewesen, die diesen Fluss gestoppt hätten, wäre das meines Erachtens zu einer ganz katastrophalen Entwicklung gekommen. Die Folge ist, dass wir seitdem eine rechtsradikale Partei im Bundestag haben, und zwar sehr stark, die AfD. Eine Partei, die eigentlich nicht mehr im Grundkonsens des Grundgesetzes steht. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass nach dem Zweiten Weltkrieg so ein rechtsextremes Milieu nicht mehr entstehen würde. Aber wir haben es wieder. Und das ist meines Erachtens auch ein Verdienst im negativen Sinne von Frau Merkel. Also die Spaltung, die dadurch entstanden ist in Deutschland, auch zwischen Ost und West, gerade in dieser Frage, ja. Das ist das, was Sie negativ dem Konto von Frau Merkel zuschreiben. Ja, ich fand es richtig, dass man syrische Flüchtlinge aufnimmt. Und es ist auch auffallend, wie gut sich die syrischen Flüchtlinge in Deutschland aufführen, auch was Kriminalität betrifft. Ganz anders sieht das aus mit denjenigen, die damals so mit da hinzugekommen sind, die übrigens die Mehrheit waren, aus Nordafrika, aus Irak, aus Afghanistan. Mit diesen Leuten haben wir echte Probleme. Und natürlich die AfD, die fremdenfeindliche Position hat und die im Grunde genommen rechtsradikale und völkische Position vertritt. Das war jetzt der zweite Punkt. Ich will auch dazu ergänzen. Es ist ja interessant, wir sprachen vorhin von der Notwendigkeit einer flexiblen Politik mit Kehrtwendungen, 180 Grad. Interessant ist ja, dass bei der Flüchtlingspolitik die Linken, die früher die Europolitik gegenüber Griechenland von Frau Merkel scharf kritisierten, nun plötzlich gejubelt haben. Ja, ja. Also das Koordinatensystem kam durcheinander. Ja, das ganze Koordinatensystem kam durcheinander und es kamen auch viele, die sagten, eigentlich ist Frau Merkel, ist die wirklich eine Unionspolitikerin oder tickt sie nicht eher wie eine Grüne? Nicht? Und das ist ja ein Punkt,
den sie sich, einen Vorwurf, den sie sich oft genug hat gefallen lassen müssen. Dass meistens hört man aber, dass sie eher sozialdemokratische Politik betreiben. Ja, so eine Mischung. Es ist mal sehr schwer, den Unterschied zwischen Sozialdemokratie und Grünen festzustellen. Also das sagt man SPD aber anders. Ja, ich weiß. Aber meines Erachtens ist die Wählerschaft, die entweder SPD oder Grüne wählt, relativ homogen. Okay. Gut, wir wollen den zweiten Punkt, hatten wir jetzt, und dann hatten wir den dritten Punkt noch. Der dritte Punkt ist eigentlich die Außen- und vor allen Dingen die Verteidigungspolitik. Ich habe den Eindruck, Frau Merkel interessiert sich nicht für Verteidigungspolitik und sie reagiert auf die fundamentalen Veränderungen, die wir derzeit erleben, eigentlich schon seit ungefähr 10 Jahren in der internationalen Politik, mit einer Gelassenheit, die mich langsam nervös werden lässt. Ich meine, wir haben den Aufstieg Chinas erlebt und China hat seit 2013 einen Präsidenten, der die chinesische Macht, die wirtschaftliche Macht und militärische Macht nutzen will, um die Welt neu nach chinesischem Vorbild zu gestalten. Das bedeutet die internationale Ordnung, die eine westlich gestaltete ist, bei der es ja auch um Werte geht, wie freiheitliche Werte, individuelle Rechte, Menschenrechte und so weiter, soll eigentlich völlig umgestülpt werden zu einer chinesisch geprägten Ordnung. Und zum Zweiten, durch das größere, veränderte Kräftegleichgewicht kommt auch Russland wieder ins Spiel. Russland hat einen Präsidenten, der einem eigentlich kleptokratischen System vorsitzt, in dem es darum geht, dass man die mangelnde Legitimation dieses Systems dadurch abfängt, dass man wieder außenpolitisch Feinde schafft, dass man militärische Intervention schafft, macht. Und Russland hat militärisch sehr aufgerüstet in den vergangenen 10 Jahren. Und das ist eine neue militärische Bedrohung. Ich höre von Frau Merkel gar nichts. Frau Merkel interessiert sich offensichtlich nicht für die große chinesische Herausforderung, die die USA betreffen, oder auch die militärische Herausforderung, die Russland für uns mittlerweile wieder darstellt, besonders im Ostseeraum. Und da ist eine Gelassenheit, die mir Sorge bereitet. Zwar hat Deutschland innerhalb der NATO gesagt, wir wollen unseren Beitrag leisten zur Verteidigung der baltischen Staaten und wir wollen Deutschland die Bundeswehr auf 3 Divisionen aufrüsten. Nur wir sind weit, weit davon entfernt. Die Bundesregierung tut nichts oder nur wenig, um diesen Versprechungen innerhalb der NATO gerecht zu werden. Und das alles findet unter der Leitung von Frau Merkel statt, die sich offensichtlich darum nicht kümmert. Höre ich aus Ihren Worten den leisen oder mehr oder weniger leisen Vorwurf, dass Frau Merkel in Wirklichkeit eine Schaukelpolitik führt? Ja, das hört sie nicht gerne. Aber sie hat zum Beispiel gesagt, Deutschland wolle nicht in einen Konflikt zwischen den USA und China hineingezogen werden. Das ist eigentlich schon eine klassische Schaukelpolitik. Wir haben sowas ja im Deutschen Reich vor 1914 gehabt, dass man das Deutsche Reich eine freie Hand haben wollte, mit allem irgendwie handeln wollte. Zum Schluss war Deutschland isoliert und ich befürchte, so etwas Ähnliches käme jetzt auch bei raus. Nun, andererseits ist Frau Merkel aber natürlich eine Transatlantikerin, das betonen sie immer wieder. Aber ich sage immer, es ist eigentlich ein Ausstieg aus der transatlantischen Bindung in kleinen Schritten, der sich unter Frau Merkel vollzogen hat, besonders betrieben von der SPD, aber auch von den Grünen immer wieder. Und da tut sich etwas, eine Gemengelage, die auch in die Öffentlichkeit zurückwirkt, in der öffentlichen Wahrnehmung der USA zum Beispiel, in der öffentlichen Wahrnehmung Russlands, in der öffentlichen Wahrnehmung Chinas. Also wenn man Meinungsumfragen sieht, wer die größten Feinde oder die besten Freunde sind, dann ist nicht immer mehr klar zu unterscheiden, wo stehen wir eigentlich als Deutsche. Stehen wir zu den USA und den transatlantischen Bindungen oder wollen wir mit Russland irgendwas machen oder mit China? Also es entsteht eine Unklarheit darüber, wohin Deutschland eigentlich gehen soll oder bleiben soll. Noch sind wir ja Teil der Atlantischen Allianz, aber man kann diese Atlantische Allianzbindung auch mit so vielen Bedingungen versehen, dass am Schluss derjenige, der unsere Sicherheit garantieren soll, nämlich die USA, sagt, ich habe kein Interesse mehr daran. Seit Gerhard Schröders Zeiten, wo es ja auch diesen gemeinsamen Schulterschluss gab mit Frankreich und Russland in der Irak-Frage,
gibt es im Ausland, auch in Dänemark übrigens, die Kritik an Deutschland, die Russland verstehe, würden sozusagen die Politik bestimmen. Ist Frau Merkel, die ja übrigens glänzend Russisch spricht, ist sie auch eine Russlandversteherin? Ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich eine Russlandversteherin ist, so wie der frühere Kanzler Schröder oder viele andere Politiker. Aber wir finden Russlandversteher in der Union, wir finden sie besonders in der CSU, wir finden sie in der SPD, teilweise auch in der FDP. In der AfD. In der AfD und bei der Linkspartei. Das sind natürlich die größten Russlandversteher, die zum Teil auch gegen sämtliche, also die sich allen Einsichten verschließen wollen. Und Russland immer verteidigen, egal was es tut. Und ich höre auch bei vielen Diskussionen etwa, ja, wir sollten noch stärker mit Russland zusammenarbeiten. Einmal kam ein Mann nach einer Diskussion zu mir und sagte, wenn Russland und Deutschland zusammenstehen, dann ist der Friede in Europa gewahrt. Habe ich geantwortet, ja, das haben wir am 23. August 1939 gesehen. Der Friede dauerte 7 Tage und dann war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Aber diese Vorstellungen, so absurd sie sind, sind doch sehr stark in Deutschland vertreten und es passiert, die Bundeskanzlerin tut nichts, um denen entgegenzuwirken. Wenn sie mal sagen würde, liebe Leute, es ist sehr schön, mit Russland auszukommen, aber dieses Russland wird von einer Elite beherrscht, die nicht die Kooperation mit uns will. Medvedev wollte es noch, aber Putin will es nicht mehr. Und die tatsächlich auch eine militärische Bedrohung gegen uns aufbaut, auch gegen Deutschland im Übrigen. Das sind Dinge, die man als Politiker oder Politikerin benennen muss. Sonst ist es unehrlich und sie tut das nicht. Das ist mein Vorwurf. Aber immerhin, Herr Professor, gibt es ja jetzt, was ja auch noch vor wenigen Jahren undenkbar ist, deutsche Soldaten, die an der Front zu Russland stehen im Baltikum als Schutzmacht der NATO. Ja. Also, ja gut, wir haben ein Ausbildungsbataillon in Litauen stehen und ich war vor 2 Jahren auch mal in Litauen und habe die auch dort gesehen, die treten auch dort auf. Das ist ja auch gut so, aber es ist natürlich eine eher symbolische Präsenz, ähnlich wie die symbolische Präsenz der Alliierten während des Kalten Krieges in West-Berlin. Es reicht nicht aus, um die Länder zu verteidigen, wobei auch noch das Problem ist, dass sie natürlich geografisch so liegen, dass es sehr schwer wird, sie zu verteidigen. Es sei denn, Schweden würde sich eines Tages mal entschließen, der NATO beizutreten, dann wäre das wieder anders. Aber es ist also im Augenblick eine symbolische Präsenz und das finde ich auch richtig so. Und wir haben uns ja auch verpflichtet, zusätzlich zu der NATO-schnellen Eingreifstruppe noch Verbände aufzustellen. Alles richtige Entscheidungen, aber sie werden nicht durchgezogen, sie werden nur teilweise implementiert. Und die öffentliche Diskussion wird nicht geführt, zumindest nicht von der Kanzlerin. Und dadurch entsteht auch diese Unsicherheit, diese Verschiedenartigkeit der Strömungen in der deutschen Bevölkerung. Aber immerhin sind ja die Sanktionen, die beschlossen worden sind von der EU und auch von der NATO, von Deutschland ja auch voll mitgetragen worden. Ja, das ist richtig. Aber sie wurden nicht eingeführt, nachdem Russland die Ukraine besetzt hat, sondern nachdem über der Ostukraine ein malaysisches Verkehrsflugzeug abgeschossen wurde. Das muss man auch hinzufügen. Und die Sanktionen sind, ja, ich mal sagen, nicht besonders effektiv. Ihr Kerngebiet ist ja die Sicherheitspolitik. Da will ich gerne nachfragen. Es gab ja einen früheren sozialdemokratischen Verteidigungsminister, Peter Struck, der einmal gesagt hat, im Zusammenhang mit Afghanistan, Deutschland wird verteidigt am Hindukusch. Ja. Nun ist vor wenigen Tagen die Fregatte Bayern ausgelaufen und soll eingesetzt werden im südchinesischen Meer. Und da sagt die Verteidigungsministerin Frau Kramp-Karrenbauer, unsere Sicherheit liegt auch jetzt im Indo-Pazifik. Ist das eine Kurswende, die sich so außerhalb der Öffentlichkeit vollzieht in Deutschland? Also ich würde dieser Reise des Schiffes Bayern würde ich nicht so viel Bedeutung beimessen. Sie wird dann nirgendwo eingesetzt, sondern sie macht nur Besuche in der Region. Sie besucht verschiedene Häfen, hat auch angeboten, Shanghai zu besuchen. Ja. Bisher hat China aber noch nicht positiv reagiert. Aber was auffallend ist, sie versucht alle Hinweise darauf zu vermeiden, dass sie zum Beispiel mit dem britischen Kontingent, dass sie sich dem anschließt. Es gibt ja einen britischen Flugzeugträger. Also sie vermeidet alles, was darauf hinauslaufen könnte, dass man denkt,
dass Deutschland sich militärisch dort aufstellen will. Es ist eigentlich nur eine Besuchsdiplomatie mit einer Bundeswehrfregatte. Mehr ist es nicht. Es ist sehr viel symbolische Politik. Andererseits ist es nicht unwichtig, dass sich deutsche Politik auch für Ostasien interessiert, weil unsere Hauptverbündete, die USA, ihr Schwergewicht mehr und mehr nach Ostasien verlegen, weil sie dort von China sehr massiv militärisch herausgefordert werden. Und das kann uns nicht egal sein. Und da sind natürlich symbolische Schritte manchmal ganz wichtig, aber dann sollten wir das tun im Verbund mit unseren anderen Partnern, nämlich zum Beispiel mit den Briten, wenn die dort mal hinfahren. Und die deutsche Fregatte ist ein Single Operator dort, also ein einzelnes Schiff, welches überhaupt nichts bewirken kann. Und insofern ist das Symbolik. Aber es sollte hoffentlich die deutsche Diskussion dazu öffnen, dass wir uns auch über ostasiatische Sicherheitsfragen Gedanken machen. Aber ist nicht dennoch irgendetwas unterwegs? In CDU-Kreisen gab es zum Beispiel Überlegungen, einem Vorschlag des französischen Präsidenten Macron zuzustimmen, etwa ein gemeinsames atomares Kommando einzusetzen, also mit anderen Worten, durch die Hintertür deutsche Teilhabe an Atomwaffen. Es gibt jetzt sogar Äußerungen des grünen Vorsitzenden Robert Habeck, ungewöhnlich genug, dass man westliche Waffenhilfe an die Ukraine liefern soll. Wird Deutschland vielleicht dem Ruf jetzt mehr gerecht, den man oft im Ausland hört, auch in Dänemark? Deutschland müsste mehr Verantwortung übernehmen, auch militärisch, auch wenn es weh tut. Ja, Deutschland hat ja Verantwortung übernommen, etwa in Afghanistan oder bei MINUSMA in Mali. Aber wenn man sich genau anschaut, dann sind das immer symbolische Schritte gewesen, um wichtigen Verbündeten, in diesem Fall Afghanistan waren es die USA, im Falle Mali Frankreich, zu signalisieren, wir stehen euch bei. Aber der Beitrag, den wir geleistet haben, war relativ klein und letztendlich unbedeutend, weil in Afghanistan fällt jetzt alles zusammen und in Mali wird sich das auch nicht besonders gut entwickeln. Also wir müssen immer sehr genau sehen, was ist Symbolik und wo werden wirkliche Sicherheitsherausforderungen angegangen. Und ich meine, was Herr Habeck gesagt hat mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, fand ich richtig. Nur ist er von seiner eigenen Partei sofort zurückgepfiffen worden, hat auch seine Äußerung wieder relativiert. Und es ist aus Waffenlieferungen nichts mehr geworden, außer vielleicht die Forderung nach medizinischer Ausrüstung. Aber ich finde das beschämend, dass Deutschland keine Unterstützung des ukrainischen Militärs macht. Man könnte ja Ausbildungshilfe machen, man kann auch Waffenhilfe machen natürlich. Man kann in vielen Bereichen den Ukrainern helfen, sich zu verteidigen. Aber dazu ist diese Bundesregierung zu feige. Andere Regierungen machen das, die britische auch inzwischen, die amerikanische Regierung. Und es ist deswegen zu keiner Eskalation des Konfliktes gekommen. Aber in Deutschland ist immer die Eskalationsangst da. Und besonders der Außenminister läuft mit dieser Angst rum. Und der zweite Punkt mit der nuklearen Teilhabe. Also wir haben viele Jahre gebraucht, um mit den USA eine Form der nuklearen Teilhabe zu bekommen, die ohne Parallele ist. Und ich befürchte, dass wir das Gleiche nicht mit Frankreich bekommen werden. Wenn die Franzosen bereit sind, genauso weit zu gehen wie die Amerikaner, dann kann man darüber reden. Aber ich habe diese Avancen Frankreichs schon seit ungefähr 20, 30 Jahren miterlebt, sogar noch früher. Und immer waren sie doch immer mit Bedingungen verknüpft, die bedeuteten, dass diese Teilhabe geringer sein würde als diejenige, die die USA uns bieten. Deswegen, im Prinzip kann man das gerne drüber diskutieren, aber es bedarf doch auf französischer Seite noch sehr viel mehr Spielraum, um da weiterzukommen oder so weit zu kommen, wie wir jetzt mit Hilfe der USA da sind. Aber es gibt ja noch Pläne, auch in Deutschland zu überlegen, ob man nicht eine EU-Armee aufstellen soll. Ja. Das ist natürlich ein Schreckgespinst in Dänemark, wenn ich das mal sagen darf. Aber die Pläne gibt es ja doch. Also, dass man sagt, gut, wir haben natürlich die NATO als Säule, aber wir brauchen auch, um das Heft des Handelns selbst in der Hand zu haben, auch europäische Streitkräfte.
Ja, das wäre schön, wenn wir so etwas hätten. Nur wenn ich die Politiker anschaue, die das vorschlagen und sie fragen, wie sie sich das vorstellen, dann zerfließt diese ganze Idee. Wir können uns das vorstellen, theoretisch, dass wir eine Form der Union haben, wo es einen Präsidenten gibt, einen gewählten Präsidenten von allen Europäern, der die sozusagen auch der Oberbefehlshaber ist, dann einen europäischen Verteidigungsminister, ja, und einen europäischen Außenminister, das heißt die gesamte Außenverteidigungspolitik in europäischer Hand. Nur glauben Sie, dass das realistisch ist? Dass ich habe viel Fantasie, aber sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Eben, aber nur dann macht es Sinn. Ja. Ja? Das heißt, ich stehe der Idee gerne offen gegenüber, aber ich sehe nicht, dass das realisierbar ist. Professor, lassen Sie uns das Kapitel Merkel zumindest beenden mit folgender Konklusion, wenn Sie das wollen und wagen. Schauen Sie zurück auf die bundesdeutsche Geschichte seit Konrad Adenauer, die verschiedenen Kanzler. Gehört Angela Merkel zu den größten Kanzlern in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland? Nein, ich glaube nicht. Für mich sind die größten Kanzler Adenauer und Helmut Schmidt gewesen. Das waren wirklich Menschen mit Format. Und auch Helmut Kohl, zumindest bis 1990, danach war er eigentlich ein sehr schwacher Kanzler. Aber das, was er während der deutschen Wiedervereinigung gemacht hat, das war schon ganz hervorragend. Also diese drei Personen sind für mich eigentlich die großen Kanzler. Ich glaube, dass das Bild von Frau Merkel gerade in der Geschichte in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten doch mehr und mehr von den negativen Punkten bestimmt sein wird, als von den positiven. Und es ist ja eigentlich, nur als letzter Satz dazu, in Europa oft positiver als in Deutschland selbst. Lassen Sie jetzt uns diesen Punkt abschließen und zu der Frage kommen. Es gibt ja drei Kandidaten, die gerne Kanzler werden wollen. Frau Baerbock von den Grünen, dann Herr Laschet und natürlich Olaf Scholz von der SPD. Ja. Wer kann in die Fußstapfen treten? Ja, im Augenblick sieht es so aus, als ob keiner so richtig in die Fußstapfen treten kann oder soll. Alle haben keine besonders guten Werte. Bei Umfragen, aber es wird ja auch nicht der Kanzler oder die Kanzlerin gewählt, sondern die Parteien. Und es ist vorauszusehen, dass die Union die stärkste Partei wird, aber wahrscheinlich weit unter 30%. Wenn man bedenkt, dass die Unionsparteien früher deutlich über 40% hatten, dann ist das natürlich ein Riesenverlust. Aber das liegt eben auch daran, dass sich an die AfD so viel verloren hat, aber auch an die Grünen. Und die SPD ist in einer Dauerkrise, die sie selbst verschuldet hat. Und die Grünen haben das Problem, sie bedienen Themen, die im Augenblick in sind, wie vor allen Dingen das Klimathema. Aber der Bereich von professionellen Politikern und Politikerinnen, die man zutrauen würde, dass sie auch wirklich höchste Regierungsämter übernehmen könnten, ist sehr dünn. Und gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass Frau Baerbock für viele doch nicht geeignet ist als Kanzler, als Kanzlerin. Inzwischen verschiebt sich das so ein bisschen. Die meisten Deutschen würden eher Olaf Scholz als Kanzler haben wollen, was ich nachvollziehen kann, weil er die meiste Regierungserfahrung hat und auch ein, mehr solide als sexy. Ja, er ist sehr solide, genau. Nicht? Andererseits ist er in einer Partei, die eigentlich genau politische Positionen verfolgt, die eigentlich zu ihm konträr sind. Also es ist aber wie schätzen Sie dann als Politikwissenschaft, bürgerlich orientiert, wie schätzen Sie dann Herrn Laschet ein von der CDU? Ja, ich denke mal, Herr Laschet hat zumindest Erfahrung als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und da hat er auch, glaube ich, ganz gute Leistungen aufzuweisen. Nur er ist nicht beliebt unter den deutschen Journalisten und das merkt man immer sofort, wenn man Journalisten gegen sich hat, sei es in den öffentlichen rechtlichen Medien, vor allen Dingen dort, dann hat man eine sehr schwere Aufgabe. Und er ist auch nicht der Volkstribun, der sich auch sozusagen den Kontakt in den Medien sich selber durchsetzen kann. Das ist so einer, ist eher Herr Söder aus Bayern. Aber Herr Merz. Oder Herr Merz, wobei ich nicht weiß, ob es gut gewesen wäre, für die Union diese beiden aufzustellen, weil die haben auch ihre Fehler. Aber es war meines Erachtens keine glückliche Entscheidung, Herrn Laschet aufzustellen. Aber jetzt ist er Kandidat und man kann nicht das Pferd wechseln während des Rennens.
ich glaube 1932 gab es eine deutsche Partei, die Zentrumspartei. Mhm. Die hatte mal einen Slogan, das hieß, keine Experimente. Und dieses Experiment hat ja auch Konrad Adenauer, mit diesem Experiment Konrad Adenauer die Wahl 1957 sogar mit absoluter Mehrheit gewonnen. Ja. Versucht die CDU, CSU mit einem asymmetrischen Wahlkampf diese Politik der keinen Experimente zum Erfolg zu führen? Nein, ich glaube nicht. Also ich höre nicht selten das Wort keine Experimente. Das war in den 50er Jahren, obwohl Adenauer in der Zeit sehr viele Experimente gemacht hat. Er hat zum Beispiel das Rentensystem völlig umgeändert. Das war ein großes Experiment. Ne? Aber nein, das Problem ist ja, wir haben einen Wahlkampf, der, ja, worum geht er eigentlich? Es geht ums Klimapolitik, es geht um Europapolitik, um die Covid-Krise. Und eigentlich liegen die Parteien gar nicht weit auseinander. Also Klimapolitik ist, wenn man mal von der AfD absieht, für alle Parteien wichtig. Es geht darum, welche Partei hat die besseren Köpfe, die besseren Ideen. Und ich sehe keinen besonders interessanten Ideenwettkampf. Ich sehe bei den Grünen, die immer sagen, wir müssen mehr tun. Aber die Grünen sind extrem technologiefeindlich, was jenseits von Windenergie und von Solarenergie ist. Und die CDU sagt, ja, wir müssen auch andere Dinge berücksichtigen, was ja auch richtig ist. Auch Wirtschaft. Wirtschaft, klar. Man muss ja auch berücksichtigen, dass die Menschen arbeiten wollen und dass sie leben. Und Rechnung muss bezahlt werden. Ja, Rechnung muss bezahlt werden. Das scheint die Grünen nicht so zu interessieren. Also alle haben eigentlich das Ziel, was zum Klima zu machen. Nur andererseits, wir sind ja nicht der Nabel der Welt, was das Klima betrifft. Deutschland ist gerade mal für 2% der Treibhausgasemissionen verantwortlich und das ist nicht alles. Insofern ist das Klima natürlich ein wichtiger Punkt, aber es geht letztendlich um die Person. Deswegen ist es so wichtig, dass, das merkt man ja auch, dass viele Leute heute darauf achten, was kann die Person? Was für Erfahrung hat die? Und das zeigt meines Erachtens, dass Scholz in der Meinungsumfragen ein bisschen besser reüssiert, weil er eben so Machertyp ist und auch die längste Regierungserfahrung von allen hat. Und Frau Baerbock im Grunde genommen nicht besonders gut dasteht, weil sie keinerlei Regierungserfahrung hat. Sie sind von keinem dieser drei Kandidaten, das empfinde ich so, bitte widersprechen Sie, falls mein Eindruck falsch ist, nicht begeistert. Mhm. Wir beide wissen, die CDU, CSU wird auf keinen Fall, auch wenn sie vielleicht die größte Partei wird, niemals die absolute Mehrheit erreichen. Ja. Also es muss eine neue Regierung gebildet werden. Mhm. Welche Regierung erwarten Sie und welche Veränderungen erwarten Sie vor allem in Deutschland? Denn Deutschland ist ja gefordert. Mhm. Ja, ich halte für am wahrscheinlichsten eine Regierung von CDU, Grünen und FDP, also eine Art Jamaika-Koalition, wie wir sie ja hier in Schleswig-Holstein schon länger haben. Ne? Ja. Und das erfordert auch einen Kanzler, der wird wahrscheinlich von der CDU kommen, der Moderator-Eigenschaften hat, wie Frau Merkel. Eine andere Option wäre eine SPD-geführte Regierung, etwa mit den Grünen und der FDP zusammen. Das ist auch so eine Deutschland-Koalition, plötzlich genannt. Ja, nee, nicht. Die Deutschland-Koalition wäre CDU, SPD und FDP. Ja, das ist korrekt. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Also diese drei Koalitionsmöglichkeiten gibt es. Ja. Wobei ich nicht glaube, dass die CDU nochmal mit der SPD koalieren wird, die SPD nochmal mit der CDU koalieren wird. Insofern halte ich die Deutschland-Koalition für nicht machbar, sondern ich denke, entweder wird es eine unter der CDU geführte Jamaika-Koalition geben oder eine von der SPD geführte rot-grün-blaue Koalition mit der FDP, wogegen sich die FDP allerdings auch schon ausgesprochen hat. Und eine links-grüne SPD-Koalition halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, weil die Linkspartei im Grunde genauso wenig koalitionsfähig ist wie die AfD. Aber Sie glauben, dass es dennoch ein Ergebnis geben wird, das mehrheitsfähig ist, damit Deutschland auch wieder regiert werden kann. Ja. Nicht, dass Frau Merkel noch weiter als amtierende Kanzlerin im Amt bleibt. Also sehen Sie schon, dass alle Parteien, die Parteien, von denen Sie gesprochen haben, bereit sind, mit Ausnahme der SPD, wegen einer großen Koalition, einer großen Koalition, alle bereit sind, in eine verantwortungsvolle Rolle hineinzutreten. Mhm. Das heißt, wir werden eine mehrheitsfähige deutsche Regierung bekommen, werden wir auch ein anderes Deutschland dann sehen.
Ja, was wir auf jeden Fall nicht bekommen werden, ist so eine Wiederholung von Thüringen, wo die AfD und die Linkspartei zusammen mehr als 50% haben. Das werden wir nicht erleben. Aber wir werden spannende Wochen haben, in denen sich zeigt, ob es mehr eine Unions- oder SPD-geführte Bundesregierung gibt. Und dabei wird auch die FDP eine ganz wesentliche Rolle spielen. Was das neue Deutschland angeht, das kann ich noch nicht sagen, weil wir wissen nicht, ob die SPD oder die CDU oder die Grünen die führende Kraft sein wird. Nehmen wir mal an, die CDU wird es, dann denke ich mal, dass sich unter Laschet die Außenpolitik stärker wieder atlantisch orientiert. Ich glaube, das ist und Europa. Ja, und europäisch, aber zumindest sehr stark westlich. Und dass wir so von dieser Schaukelpolitik, die sich unter Merkel immer wieder abzeichnete, dass wir davon doch stärker Abstand nehmen. Anders wäre das bei einer SPD-geführten Regierung. Bei einer Grünen-geführten Regierung hätten wir eigentlich auch eine stärkere Abgrenzung zu Russland zu erwarten, aber keine stärkere atlantische Orientierung, eher eine pazifistische Orientierung, und so dass die Bundeswehr wahrscheinlich weiterhin ganz unten rangiert. Professor Krause, ich bedanke mich für das Interview. Ich habe ja unterstrichen, das haben Sie ja auch deutlich gemacht, dass Sie als Wissenschaftler über die Parteien stehen sozusagen. Mhm. Aber eines habe ich aus diesem Gespräch mitgenommen. Sie sind zu 100% ein Transatlantiker. Ja. Ich danke Ihnen. Ich danke auch. Meine Tag.